Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Firefighting Simulator des Squad mit der lieben Sophie zusammen. Hallöchen. So, wir sind schon wieder mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie heißt das in Amerika? Heißt das ja nicht Martinshorn, oder? Wir sind ja hier Amerikanski. Keine Ahnung. Ja, pass auf. Also, kannst du dich noch an diese Strecke hier erinnern? Ich habe gerade gedacht, fahren wir nicht zum Flugzeug? Ja, hier ging es auch zum Flugzeug, das ist korrekt. Okay. Aber jetzt haben sie, da wo das Flugzeug lag, haben sie gedacht, da bauen wir jetzt ein Lagerhaus hin. Die und lassen das wieder abbrennen. Wir lassen das einfach wieder abbrennen, das Lagerhaus. Ja, ja. Irgendwo hier in der Pampa lag auch das Flugzeug. Jedenfalls haben wir hier einen riesigen Lagerhausbrand. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr krasse Herausforderung werden. Ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt meistern werden. Mal gucken, das also, ist auf jeden Fall eine ordentliche Größe hier. Uiuiui. Ja, also 1500 Erfahrungspunkte sind, glaube ich, auch einer der größten Aufträge. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wollen wir uns mal ganz kurz schauen, was der uns hier so anzeigt? Weil dann sehen wir schon mal das Gebäude von außen. Ja, also wir haben auf jeden Fall mehrere Eingänge, hat man schon gesehen. Ja. Da drinnen brennt es lichterloh. Boah, das ist aber auch riesig, oder? Ey, das ist wirklich riesig. Ach du Heilige. Kacke. Riesig und mehretagig. Und ui. Explodiert und es aber. Explodiert. Okay, es geht los. Ey, die haben schon Versorgungsleitung. Der steht hier schon. Der eine steht hier schon mit der Spritze in der Hand, werden wir Video gucken. So, okay, die Tür hier ist. Oh, hier liegt schon einer. Ja. Ich setze den drauf an. Hier liegt noch einer. Ja, ich baue eine zweite Versorgung auf dabei. Ui, hier brennt wieder Öl. Ja. Direkt am Eingang Öl. Junge, der Typ sagt einfach, I'm busy right now. Okay, dann trage ich halt selber das Opfer nach draußen. Der hat einfach gerade gesagt, I'm busy right now, Chef. Okay. Ja, er hat halt auch seine Kontakte, die er pflegen muss. Entschuldigung, schon halt nicht. So, warte mal, hier die Versorgungsleitung ist nicht angeschlossen. Wieso ist die nicht angeschlossen? Die ist angeschlossen. Du hast gesagt Feuerlöcher. Ja, ja, da brennt auf jeden Fall wieder Öl. Machst mal hier alles auf. So, dann haben wir hier. Du kannst die beiden auch benutzen. Sag mal, sehe ich das gerade zum ersten Mal? Was denn? Gendern die die Werkzeuge? Wie, die gendern die Werkzeuge? Die gendern die Werkzeuge? Da steht Feuerlöcher innen. Das fasse ich nicht. Da stand jetzt und Kreissäg innen. Das steht da nicht. Doch, Sophie, ich denke mir das doch nicht aus. Ja, aber innen vielleicht? Innenraum? Nein, dass der innen ist. Das sieht aus wie gegendert, es tut mir leid. Nein, das war nicht, dass der innen ist. Sorry. Also, sag mal. Ich bin zu alt, tut mir leid. Oh, das sieht er, da stehen Feuerlöcher innen, Mann. Mann. Okay, das war jetzt mein Fail, das tut mir leid. Das war mein Fail. Ich habe jetzt gedacht, die gendern hier in Feuerlöcher. Kann ja sein. Sag mal. Nee, so, das macht man also nicht. Ich habe. Oh, nee. Suchen und retten immer noch. Ja, ich habe. Oh, hier explodiert es, ey. Was ist denn hier los, alter Verwalter? Warte mal, hier diese Fässer explodieren. Ich muss die mal löschen eben. Hier ist Strom auf jeden Fall noch an. Oh, alter Verwalter. Das Fass ist einfach in die Luft geflogen gerade. Warte mal, suchen und retten. Was? A shelving unit appears to have collapsed? Bitte was? Eine Dach. Was ist das, heißt das noch, oder? Shelving unit? Das stand ist das Dach. Bei dir auch auf Englisch? Nee. Ich hab's aber nicht gelesen. Perfekt. Wunderbar. Oh, wir können hier nach oben laufen. So, warte mal. Der muss erstmal bei mir mitlöchen jetzt hier. Sophie, ich habe keine Ahnung, wo ich hier anfangen soll. Ach du Kacke. Was wir denn? Haben halt immer noch nicht alle gefunden, ne? Ja, pass auf, ich habe die zwei jetzt erstmal hier mit Schlauch angesetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich zu dir kommen? Also ich laufe hier gerade wild rum, weil ich suche noch Leute. Ja, das ist auch, glaube ich, das Wichtigste, erstmal die Leute rausbringen. Ich habe gerade hier irgendwas geclosed. Oh, hier ist nochmal Öl. Ventil oh, schließen. Oh, guck mal, oh, Objective ja. completed. Nice. Sehr gut, hier ist nochmal Öl. Was ist Valve? Valve ist die Druckleitung oder sowas. Druckleitung, okay. Also Valve. Nee, Valve ist das Ventil. Ach so, aber was für ein Ventil? So ein rundes Ventil ist meistens Valve. So ein Drehventil.
Also wir können auch Fenster aufmachen, aber macht man das jetzt beim Brand? Gebäude belüften, belüfte manuell. Ja, zieht der Rauch ab, kommt halt Sauerstoff rein, ne? Aber Feuer braucht doch Sauerstoff, um... Ja, ja, deswegen, das ist eigentlich nicht so, aber vielleicht Belüftung trotzdem. Oh. Kommt immer drauf an, wenn natürlich irgendwelche chemikalischen Dämpfe oder sowas sind, die entzündlich sind, ist es vielleicht dann doch besser, wenn man die Fenster aufmacht. Soll dann, ich aufmachen? Ja, klopp auf die Dinger, klar. Okay, warte mal, ich hab hier... Mit was mache ich denn jetzt die auch? Auch mit dem Brecheisen? Brecheisen einfach reinhauen oder Axt oder sowas. Okay. Strom gut. Abschalten ist noch nicht erledigt. Ja, da... Ich weiß nicht, hier oh, ist jetzt der Strom... vier Stück. Ach du heilige Wimpern. Hier ist der Stromkasten, aber... Nee, guck mal, wird dir das jetzt angezeigt? Ach so, nee, hä? Vier Spots, alle oben. Vier Spots, alle oben? Ich sehe das nicht. Der ist kaputt. Warte mal, wo ging das hier hoch? Hier. Okay, dann geh mal mit hoch. Aber hier kann ich jetzt das Fenster aufmachen. Ja, mach die mal alle kaputt. Oh. Okay, scheinbar nicht mit der Axt. Was soll denn das? Also ich brauche scheinbar was anderes als das Brecheisen. Ach, belüfte manuell. Oh. Suchen und retten ist übrigens immer noch aktiv. Ja, 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 aber ich seh's. Wenn du belüfte manuell machst, zeigt es dir die Fenster an, die du aufmachen sollst. Übrigens. Also, wie kann ich denn das nochmal... Tabulator. Ach so, und du hast... Okay. Warte mal, ich schalte jetzt erstmal den Strom ab. Wir müssen aber definitiv noch Leute finden. Ja. Wir müssen irgendwo noch Leute liegen. Ich schalte jetzt erstmal... Hey, mir wird gar nichts angezeigt. Wenn du Tabulator durchswitchst, zeigt es dir nichts an? Nee. Also ich mache jetzt hier die Fenster einfach mal auf. Ja, mach mal die Fenster auf, ja. Hä, aber ich kann nur das eine, das andere aber geht nicht. Aber die sind alle oben. Also mir wurden die ganz oben angezeigt irgendwie. Hier, was kommt denn hier für Qualm raus jetzt eigentlich? Turn off electricity hast du geschafft, okay. Reduziere Rauchbildung. Wie macht man das denn am dümmsten? Ja, hier, das kommt alles durch diese komischen... Das kommt hier irgendwie durch. Wodurch? Durch diese Lüftungssysteme. Ah! Ich kann hier die Fenster aufmachen, hier unten über so Schalter. Oh mein Gott, es gibt Sturzschaden. Ich bin einfach fast dead. Oh, ich habe noch ein Opfer. Ja, sehr gut. Motorsäge und Schlösser. Ich nehme es selber. Die löschen. Wie komme ich jetzt hier raus? Oh Gott. Ach, hier ist ein Ausgang. Sehr gut. Motorsäge. So, haben wir noch irgendwelche Türen? Ich habe keine gesehen. Ich hoffe mal, dass das letzte Opfer vielleicht ist. Das wäre ja ganz cool. Ja, ich muss leider super weit laufen hier. Warte mal, dann mach ich erstmal so richtig jetzt lässig halte ich ihn nur mit einer Hand fest. Bei einer anderen Hand habe ich nämlich meine Axt. Unfassbar. Ach, du hast die Axt und das Opfer? Ja, ja, scheinbar. Ist natürlich ja auch geil. So, hier ist erstmal noch ein Ölbrand. Den können wir erstmal noch ausmachen. Okay, das hat nicht gereicht. Neuer Feuerlöcher. Eieieiei. Also, du rettest Opfer, ich lösche Ölbrand. Die zwei Dudes löschen andere Brände. Das ist doch eigentlich eine gute Aufteilung. Ja, in der Hoffnung, dass das vielleicht der letzte jetzt hier ist. Okay, der eine Schlauch sieht nicht gesund aus. Der geht einfach durch unser Auto durch. So, Öl ist gelöscht. Jedenfalls das eine. Ja, nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, kümmere dich... Willst du weiter löschen? Soll ich mal wegen den Fenstern schauen? Ja, weil mir wird das nicht angezeigt. Das ist irgendwie... Ich sehe keine Markierungen. Okay. Warte mal, wo bist denn du? Weil dann, guck mal, ich leg mal meine Axt hier hin. Ja. Dann nimm die mal und ich kann deinen Schlauch nehmen. Ach, du hast gar keinen Schlauch, ne? Du hast den Feuerlöscher. Doch, der muss dort irgendwo rumliegen, der Schlauch. Der muss hier irgendwo liegen. Also ich glaube, das Öl ist jetzt hier erstmal alles gelöscht. Ach, hier. Irgendwo muss das Strahlrohr liegen. So, da hast du die Axt, perfekt. Gut, belüfte manuell. Upsala, reduziere die Rauchbildung. Wie soll man das denn machen?
Ja, bestimmt irgendwelche Lüftungen abschalten, oder? Lüfte manuell. Hm, das muss hier oben sein. Auch ein Feuerlöscher. Es kann nur... Lüfte manuell. Ha! Sophie! Was denn? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Also ein Fenster konnte ich aufmachen, als ich die Treppe hoch bin, aber das andere komischerweise nicht. Oh, der kann nicht springen, oder? Der Dödel. Nee, du kannst nicht springen. Bin ich hier runtergefallen? Oh, ist das dämlich. Oh, nee, ey. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ah, guck mal hier, die Tür hinter euch ist auch offen jetzt. Hier brennt's übrigens auch. Wo bist du denn? Da hinter euch in dem Ach so, Lager. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal eine Halle ready hier, ne? Ja, ja, ja. Also ich weiß, es gibt, glaube ich, auch so eine... Also in anderen Spielen gibt es so eine großen Lüfter. Die kannst du halt aufstellen und kannst sozusagen Frischluft reinblasen. Ach so. Weißt du wie? Also da wird halt die Luft umgewälzt sozusagen. Okay. Aber das ich weiß nicht, also ich habe es hier noch nicht gesehen. Ich glaube, das gibt's hier gar nicht. Nee, also habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Nee, ne? So, ich muss halt gucken, ob ich jetzt zu diesen Fenstern hier komme. Oder ob wir eventuell mit der Drehleiter übers Dach ran müssen. Das könnte nämlich auch sein. Aber haben wir jetzt eine Drehleiter bei? Ich glaube nicht, ne? Oder? Stimmt nicht, dass wir die Fenster oben hätten aufmachen müssen. Ja, für mich sieht das so aus, dass die oben in der Decke drin sind. Ja, das ist ja ganz schlecht. Was machen wir denn dann jetzt? Ach so, wir haben die Drehleiter nicht genommen, gell? Nee. Eieiei. War vielleicht auch nicht die klügste Entscheidung bei so einem großen Auftrag. So, warte mal, das Fenster ist jetzt auch offen. Ich habe das jetzt einfach mal eingeschlagen. Boah, sag mal, machen meine Jungs hier überhaupt irgendwas? Okay. Das könnte ich mal noch aufsägen. Also diese... Wir haben halt auch nur ein Fahrzeug da, ne? Echt ja. Blöd. Bei so einem Brand auch echt schwierig. Aber belüfte manuell, ja. Also das Einzige, was man probieren kann, ob man es halt mit dem Schlauch aufschießen kann. Das geht auch, dass du Fenster mit dem Wasserdruck kaputt machst. Okay. So. Aber ansonsten wüsste ich es nicht. Boah, ich krieg das hier gerade nicht im Griff. Feuerlöcher wurde gefüllt und wieder im Wagen verstaut? Okay. Dann hol die Typis zu dir. Hol die mit zu dir. Ja, setz ja, sie mit ein. Eigentlich sind die bei mir, aber... Mach jetzt hier erstmal außen alles auf, was Türen sind. Wir haben 4 Schläuche drin, oder? Hattest du die auch schon einen ready gemacht? Nee, ich habe mir keinen ready gemacht. Ich habe jetzt deinen genommen. Ah, okay. Dann hol ich mal meinen noch. Dann mache ich mal noch... Oh, warte mal, hier ist eine Leiter. Oh, hier ist eine Leiter aufs Dach. Oh, das ist gut. Na, mach auf. So, verschlossene Tür aufbrechen und ab geht die wilde Part. Hier ist jetzt auch offen. Okay, dann kletter ich mal hoch. Ah, du kannst über die Leitern aufs Dach. Perfekto. Sehr gut. Ah, jetzt brauche ich bestimmt die Säge. So, ich glaube, ich habe... Ja, die eine Halle hier haben wir. Okay, ich habe den Belüftungsmodus geändert. Ah, sehr gut. Also der müsste jetzt nach außen blasen wahrscheinlich, und nicht mehr nach innen. Perfekt. Ah, du kannst hier diese Dinge ändern, diese Belüftungsmodus. Okay, das ist ja gut. So. Genau, und jetzt ziehen die wahrscheinlich den Rauch raus. Oh. Warte, 2 sehr Stück gut. noch. Oh, der eine scheint kaputt zu sein hier. Ach nee, der... Oh krass, wie das jetzt hier oben dampft. So. Lüfter manuell abgeschlossen. Ja, oh, nice. Reduziere Rauchbildung. Ja, wie denn das jetzt wieder? Oh nein, nein, nein. Ich bin tot. Sophie. Du bist tot? Nein. Ich liege auf dem Dach. Nee, das ist nicht dein Ernst. Ich bin runtergefallen. Zu dir kommen? Ja, 10, 9. Nee, das schaffst nein, du nicht. Nein, du bekommst wieder. Du spawnst wieder. Achso, ich... Oh gut, ja, vergiss es. Oh, ich bin vom Dach gefallen. Ja, ich hab vorhin nur noch gesagt, du
Sturzschaden. Oh, der Sunny hat mich geholt. Perfekto. So, warte mal. Ich muss eine Versorgungsleitung aufbauen. Nicht eine Versorgungsleitung, sondern eine zweite Angriffsleitung. Ist sie abgeschlossen? Ach, guck mal. Geil. Dadurch, dass diese Belüftung jetzt verschwindet. Ich wollte gerade sagen, es war wahrscheinlich einfach eine Sache, die mit der Zeit abgeschlossen wurde. Ja, wunderbar. Dann noch einen Schlauch. Haben wir noch einen? Ja. Zack. Einmal hier anschließen. Wunderbar. Und ein Strahlrohr haben wir auch noch. Oh, man kommt hier leider gar nicht dran. Wie komme ich denn da an den... Ich komme jetzt rein. Ja. Mit Löchen. Weil ich glaube, wir haben nur noch Feuerlöchen. Okay. Boah, also ich sag dir, wie es ist, ne? Ich komme hier nicht durch. Andere Seite, glaube ich. Also die Halle ist, glaube ich, in zwei Teile unterteilt. Muss ich jetzt extra zurücklaufen? Ich glaube, also du kannst dann von der anderen Seite noch in die Halle. Sehr nervig. Oh, so. Unser Schlauchchaos hier drin wieder, ne? Das kannst du keinem erzählen. Jetzt wird richtig gelöscht hier. Jetzt geht's ab. Jawohl. Geil. Richtig rein hier. Aber wir kommen nicht näher dran, ne? Ach, näher wie hier kommen wir nicht dran? Ich glaube nicht. Okay, dann... Ach, oder von da drüben ist noch eine Tür von außen. Stimmt, ja. Die habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Aber der Typ spritzt auch von der anderen Seite. Ja, ja, ich war aber eben auch auf der anderen Seite und da passiert halt nichts. Na, dann gucken wir mal, ob das hier ausgeht. Ich weiß nicht, ob wir das hier hinkriegen. Also, mir zeigt sie mir mal ein paar Dinge an hier, die auch ausgehen. Ja, ja, ich mache auch ein paar aus, aber... Sie gehen nicht aus, ne? Weiß halt nicht. Du spritzt gerade nach draußen, ne? Echt? Oder ist das der andere? Der andere spritzt nach draußen. Geil. Oh, oben ist... Müsste jetzt ausgegangen sein, ja. Ganz oben brennt nicht mehr. Naja, gut, das wird sich wahrscheinlich sofort wieder entzünden, ne? Ach, kommen wir da echt nicht ran? Müssen wir hinten die Tür aufmachen. Oh, ich habe hinten jetzt das Feuer aus. Oh ja. Jetzt sieht's gut aus. Ja, ja. Ich glaube eins noch, oder? Ja. Spritz so fest du kannst. Ich sehe kein... Jetzt sehe ich ein kleines Feuersymbol, aber ich treff's nicht. Boah, nee, ey. Echt jetzt? Nicht wegen einem. Boah, warte mal. Löchen die noch? Dann schicke ich den Typ jetzt hier hinten die Tür aufmachen. Das gibt's ja nicht. Nee, man kommt da echt nicht dran, ne? Ey, ist das scheiße! Das glaube ich jetzt nicht. Oh! Ja! Oh, da hast du gekriegt, du hast hingekriegt. Das war das letzte? Ja, das war das letzte Feuer! Ey, 18 Minuten, das war richtig gut, ey, überleg mal. Das war strong, ich bin gespannt. Ja. Die schnelle Zeit ist noch nicht abgelaufen, oder? Ich hab's nicht gesehen, zumindestens. Ich auch nicht. Vielleicht sind wir gut. Also, das muss gut gewesen sein. Komm mal, fast. Schnell. Let's go! Yes! Das war richtig gut. 31 Fenster haben wir geöffnet, da waren wir aber richtig fleißig. 14 Türen, 5 Opfer. Wir haben niemals 31 Fenster geöffnet. Nee, die sind doch alle kaputt gegangen. Wahrscheinlich durch die Hitze. Ach ja, guck mal, da steht ja auch Open Windows und Broken Windows. Zerbrochene Fenster, zwei. Wir haben zwei, ich habe eins aufgebrochen und du wahrscheinlich auch eins, ne? Ja, ja, ja. Ja. Mit der Axt zerschmettert. Oh, ich bin Level 40, geil. Ich glaube, Level 40... Oh, ich hab das gar nicht gesehen. Nee, ich bin bestimmt viel kleiner. Ich glaube, Level... Wo sehe ich mein Level? Oben rechts siehst du Gesamt-XP. Na, ich bin schon wieder in der anderen Ansicht. Tja, jetzt ist die große Preisfrage. Ob wir noch eins machen oder nicht? Ach, ich weiß nicht, das geht doch wieder völlig schief, oder? Letztes Mal haben wir auch gedacht, ach komm, wir machen noch schnell eins. Noch ein kleines, weißt du? Ja, komm, mach noch ein kleines. Ein kleines? Ja. So ein ganz... Warte mal. Da habe ich eine Idee. Ja. Wo war das? Hier. Das. Stadt. Container und Paletten. Das ist eine ganz einfache Nummer. Da haben wir auch nur diesen. Also wir haben nur Feuerlöcher. Wir haben nur Feuerlöcher? Ja, ich kann Scheiße.
Ja, haben wir das schon. Nee, haben wir nicht gemacht. Wir haben nur Feuerlöcher. Wir konnten nur diesen Walk-and-Rescue-Truck nehmen, quasi. Okay. Was bitte? 7 Meilen? 11 Kilometer haben die. Das ist doch ein schlechter Witz, oder? Aber Hauptsache, du fährst doch erstmal in die falsche Richtung. Bei mir wird's so rum angezeigt. Ah, bei mir wird's andersrum angezeigt. Echt? Bei mir ist so rum blau. Vorsicht, Jungs, ihr müsst hier mal ein bisschen aufpassen. Hier ist die Feuerwehr! Weg da jetzt! Du fährst in die falsche Richtung, oder? Also bei mir ist. Ich fahre den blauen Dings hinterher. Bei mir fährst du gerade genau entgegengesetzt. Okay. Ja, aber meine Dings geht auch runter, meine Kilometer. Meine auch. Hä? Okay, komisch. Die blaue Linie, nicht die gelbe, ne? Ja, ja, ich weiß, aber du ziehst gerade die blaue Linie hinter dir her. Okay. Bei mir. Vielleicht gibt es 2 Wege, man weiß es nicht. Klar. So, ich mache aber, ey, Leute, ich fahre schnell zum Einsatz und dann sehen wir uns dort wieder. Sophie, wir sind am Ziel. Oh, da brennen die Paletten. Ja, bist ja süß. Ich rutsche einfach über die Vorderachse hier. Ja, wir haben nur Feuerlöcher. Wir haben nur Feuerlöcher. Wir haben, deswegen habe ich gedacht, wir gehen auf Nummer sicher. Ein Auftrag, der nicht eskalieren kann. Ist das eigentlich echt so, dass es dann so Aufträge gibt, wo die nur mit dem Feuerlöscherwagen kommen? Also ich glaube tatsächlich, dass das schon so angelegt ist. Also ich glaube, das Fahrzeug, wo wir jetzt hier drin sind, den gibt es ja wirklich so. Ich denke, der ist ausschließlich zum Personentransport ohne Wasser irgendwas. Oh, ich glaube, Sophie, bei dir klingelt's. Das ist sind die Glocken. Ja, oh, der Mikro hatte kurz ein bisschen hochgepegelt. So, dann Angriff! Angriff! Feuerlöscherangriff zu führen! Ach Mann, wie kann ich denen denn sagen, dass die einen Feuerlöscher nehmen sollen? Haben die doch! Ach, nee, haben die nicht! Achso, da warte, Feuerlöcher holen, so. Mit Leertaste und dann auf Feuerlöscher. Ach Mann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die den auch einsetzen. Das hoffe ich doch. Ja, der steht jetzt nämlich neben mir und guckt mich blöd an. Oh, Entschuldigung. Kriegst du es gelöscht bei dir? Ja, ne? Ja, hier ist aus. Mein Feuerlöcher ist gleich leer und hier brennt doch alles. War der hier drinnen noch? Ich hab mir einfach den geholt von dem anderen. Ja, den einfach wegnehmen, das ist das Beste. Boah, vorgedrängelt und von hinten angesprüht. Ich will hier auch löschen. Okay, guck mal. Fertig. Tschüss, ich gehe wieder. Mann, das war ja ein krasser Auftrag. Ja, richtig geil. Dafür sind wir 11 Kilometer gefahren. Wirklich für 1:20 gefahren. Ja, aber nur mal sicher, ne? Das ist halt so. Aber wenn das jetzt nicht fast war, dann weiß ich auch nicht, ne? Also von der Fahrzeit muss es fast gewesen sein. Medium. Was? Oh nee, ey. Du hast es einfach verkackt. Ich hab's wieder verkackt, ey. Ist ja Wahnsinn. Tja. So, mal gucken, ob wir noch irgendwas freigeschaltet haben dadurch. Aber ich glaube nicht, weil das war hier unten so ein weißes Fahrzeug. Nee, das haben wir jetzt einfach nur erfüllt. Gut. Perfekt. Guti. Dann sind wir aber auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der, sofern es eine nächste Folge gibt, wieder. Wenn nicht, schaut gerne bei Sophie vorbei. Und ja, wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.